tell me you love me. I go start the coffee. Sunday morning, easy love with you. Okay, okay, okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with a daredevil's brain. This feeling, I just can't fight it. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love, we just can't deny it. You know all the ways I like it. You holding me, tangled up in these sheets. Hey Leute, heute gibt's mal einen Vlog von mir. Ihr habt jetzt schon ein bisschen was von meinem Morgen mitbekommen, der war relativ langweilig. Wir haben auch jetzt 12 Uhr, nur dass ihr Bescheid wisst. Meine Haare sehen auch aus wie aus der Steckdose gegriffen. Deswegen wollte ich die jetzt mal schnell machen. Und genau. Ich glaube, wenn ich. Ich wollte auf jeden Fall gleich noch eine Roomtour abdrehen. Also, ich glaube, wenn das Video online kommt, dann ist die Roomtour schon draußen. Dann verlinke ich die euch in der Beschreibung. Was ist das denn? Oh nein, ich hab's gar nicht gesehen. Ash mal anmachen. Sieht auf jeden Fall sexy aus. Guck mal, wer mich besuchen gekommen ist. Ja? Jo, ich hab dich. Außerdem habe ich jetzt schon die Unterpartie von meinen Haaren fertig. Jetzt kommt noch die letzte Partie, die obere Partie. Und dann bin ich ready. That's good. So Leute, das sind jetzt die Haare. Bin jetzt fertig. Coco ist auch noch da. Coco. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Schmuck, würde ich sagen. Because ohne Schmuck geht gar nichts. So, okay, dann habe ich mir diesen Schmuck ausgesucht. Und zwar, also einmal diese Kette hier, die habe ich von Urban Outfitters. Das wird schon ein Jahr oder so her. Die habe ich als letztes wieder gefunden. Well. Und dann habe ich noch die hier, die habe ich letztens selber gemacht. Und dann habe ich noch meine Ohrringe, das sind die beiden hier. Die sind beide von Schmuckplanet. Die sind echt voll schön. Da könnt ihr mal auf Instagram gucken. Die mag ich auch richtig gerne. Und, Leute, den hier, ich liebe diesen Ohrring. Ich habe keine Ahnung, der hier, wo der her ist. Und dann haben wir noch den hier. Und der ist, glaube ich, von White Charlotte. Geht auch. Jetzt bin ich ready. Ich glaube, ich drehe jetzt ganz schnell die Roomtour ab. Dafür muss ich jetzt ein bisschen mein Zimmer aufräumen. Und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Genau. Oh Mann, ich bin voll schlecht in Vlogs, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil mein Tag ist voll langweilig und das interessiert doch keinen, oder? Ich weiß auch nicht. Oh, ich weiß es nicht. No. Okay, bis gleich. Okay, Leute. Ich habe jetzt entschlossen, mir noch schnell Matcha Latte zu machen. Weil wir haben... Nee, wie vor haben wir? Oh ja, 10 nach 1. Und ich habe jetzt Bock auf Matcha Latte. Und deswegen mache ich den schnell. Ich weiß gar nicht, wo ich mich jetzt am besten abstelle. With the mixer in the background. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe hier einmal meinen Behälter, wo das reinkommt. Das fülle ich immer mit der Hälfte mit Wasser. Dann sieht es so aus. Yay. Dann nehme ich mir meine Sojamilch. Fülle es auch da rein. So bis hier. Dann kommt meine Barista-Milch von Oatly. Ich liebe die einfach. Keine Ahnung, ich finde die nice. Und fülle das noch so bis hier auf. Dann kommt das auch schon in den Mixer rein. Oh fuck. Huch, war ich nicht. Okay. Dann kommt da noch eine halbe gefrorene Banane rein. Mache ich mir noch ein bisschen Wasser heiß. Weil sich Matcha nur im heißen Wasser richtig gut auflöst. Deswegen muss ich das jetzt auch schnell machen. Ih, scheiße. Jetzt ist Sojamilch in der Steckdose drin. Na super. Dann nehmt ihr euch hier so einen Behälter, so ein Schälchen. Das ist Matcha von Lebepur. Dann mache ich immer so einen Teelöffel circa rein. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Und dann kommt da jetzt so ein bisschen Heißwasser rein. So ungefähr.
Und dann mixt ihr das. Da ich das halt im Anschluss sowieso in den Mixer gebe, ist es halt ja nicht so schlimm, wenn da jetzt noch ein paar Klümpchen sind. Aber ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, das vorher anzumischen und nicht erst im Mixer, weil dann die Klümpchen sind trotzdem da. Jetzt gibt ihr das da rein. Zack, der Deckel drauf. Und dann habe ich hier halt mein Kaffee vorbereitet. Das ist schon, da ist schon so Eis drin, weil ich mag es halt, wenn es so richtig kalt ist. Auch im Winter. Das ist mir eigentlich relativ egal. Und jetzt könnt ihr es da reinfüllen. Tada! Ach, Leute. Ich könnte das morgens, mittags, abends trinken. Probiert es aus. Und wenn ihr das ausprobiert, ne, verlinkt mich in eurer Story, damit ich euch gut posten kann. Genau. Das wäre geil. Okay, Leute, be your back mit meinem Matcha Latte. Mm. So geil, Leute. Nee. So, ich habe jetzt den Roomtour abgedreht. Irgendwie habe ich so voll wenig gesagt. Irgendwie hatte ich die Sauschelle abgedreht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe die Hälfte vergessen, aber egal. Oh Leute, ich liebe meine Pflanzen. They are so cute. So Leute. Geil. Stay hydrated. Oh yeah, do the little stretch. Okay. Sehr lustig, okay. Okay, Leute, I'm back. Und zwar machen wir zusammen diese Ketten hier. Und zwar haben mehrere Leute nachgefragt, dass ich die Sachen verlinken soll. Zeigen soll, wie ich die Ketten mache und so. Und Leute, es ist mega, mega einfach. Und ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen, so dass man es auch gut sehen kann. Let's go, let's do that, I'm hyped. Okay, let's do this shit. Also, für die Kette braucht ihr erstmal ein langes Stück Schnur. Ich habe jetzt hier so eine Art Draht, aber ihr könnt auch alles andere nehmen, also das ist echt völlig egal. Und wie gesagt, davon schneide ich jetzt erstmal ein größeres Stück ab. Als nächstes hole ich dann meine Verschlüsselbox, also meine Box mit Verschlüssen. Und davon hole ich mir dann so eine kleine Öse raus. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Und diese Öse wird dann erstmal aufgefädelt und dann versuche ich die da so mit so einer Schlaufe zu befestigen. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr es noch so ein bisschen enger machen, sodass es ein bisschen filigraner und schöner aussieht. Und dann könnt ihr euch eure Zange nehmen und das befestigen. So, und dann könnt ihr eigentlich auch schon starten und alle möglichen Perlen auffädeln. Ich habe jetzt hier so kleinere genommen und ja, let's go! So, nachdem ihr gesehen habt, wie ich das hier gerade wunderschön aufgefädelt habt, könnt ihr es am Ende abschneiden, also das Stück Draht. Und am Ende des Ganzen fädelt ihr dann noch so eine Öse drauf, wie am Anfang. Und dann versucht ihr das wieder mit so einer Schlaufe zu befestigen. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Und dann wird das Ganze wieder mit der Zange befestigt. Also, wie ihr seht, ist es wirklich kein Hexenwerk. Es ist wirklich mega, mega einfach. Und dann könnt ihr noch jeden Verschluss dran machen, den ihr wollt. Also egal ob von alten Ketten oder von neuen, ist eigentlich egal. Und dann seid ihr auch schon fertig. Hey Leute, ich habe vergessen, ein Outro zu drehen. Deswegen melde ich mich jetzt hier einmal so mit meinem Handy. Sorry dafür. Und ja, ich hoffe, euch hat das Vlog gefallen. Ich weiß, es war chaotisch, aber schreibt mir mal, ob ich das öfter machen soll. Lasst einen Daumen oben da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Morgen. I don't know. Bye.